Herzlich willkommen, schön, dass Sie zugeschaltet haben bei unseren News im Licht der Bibel. Sprache ist der Spiegel einer Gesellschaft. Durch die Sprache wird die Gesellschaft aber auch geformt. Wandelt sich die Gesellschaft, und das passiert ständig, denn die Gesellschaft ist in stetigem Wandel, verändert sich die Sprache. Die Metamorphose einer Sprache wiederum wirkt auf die Entwicklung einer Gesellschaft zurück. Deutschland, Europa und weltweit ist Sprache augenblicklich stärksten Veränderungen unterworfen. Dies nicht so sehr durch einen Prozess, in dem Sprache sich allmählich verändernden gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasst, sondern vielmehr durch bewussten und direkten Eingriff von institutioneller Seite in die Sprache. So hat beispielsweise das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZDK, am 22.04.2021 beschlossen, künftig in seinen Äußerungen geschlechtersensible bzw. gerechte Sprache zu verwenden. Die ZDK-Vollversammlung stimmte dem Antrag Geschlechtervielfalt in Wort und Schrift und damit auch der künftigen Verwendung des Gendersternchens in der Kommunikation zu. Zudem werde angeregt, auch im mündlichen Sprachgebrauch eine inklusive Formulierung durch eine Pause an der Stelle des Sternchens auszudrücken. Nach einer teilweise kontroversen Diskussion stimmten 86 der Mitglieder des ZDK für den Antrag, 54 dagegen. Während bei gleicher Gelegenheit auch ein Appell gegen weibliche Genitalverstümmelungen beschlossen wurde, wurde dem weiteren Voranschreiten der Verstümmelung der deutschen Sprache kein Einhalt geboten. Die Bezeichnung des Gendersterns als Vergewaltigung der Sprache wurde in der Diskussion mit Blick auf die darin enthaltenen Bagatellisierung sexualisierter Gewalt deutlich zurückgewiesen. Dabei erinnert diese auch als Gendersprache oder Gendersprech bezeichnete brachiale Veränderung der Sprache an den Neusprech, einen Begriff aus dem 1946 bis 1948 geschriebenen Roman 1984 von George Orwell, in dem in meisterhafter Vorausschau die Dystopie eines totalitären Überwachungsstaates in der Zukunft dargestellt wird. Orwell schildert darin auch, wie die Sprache benutzt wird, um eine Veränderung im Denken der Menschen zu erreichen. Ein stehender Begriff für die bewusste Neuschöpfung von Worten, um eine Ideologie zu transportieren, war zu DDR-Zeiten der Begriff Jahresendflügelfigur. Jahresendflügelfigur anstelle des klassischen Weihnachtsengels. Einen Gott durfte es gemäß der kommunistischen Führung nicht geben. Gleich ihm wurde versucht, auch die Engelschar aus dem Bewusstsein der Menschen zu drängen. Obwohl die Verballhornung der deutschen Sprache oft lächerlich wirkt, zeigen verschiedene Beispiele aus der globalisierten und damit klein gewordenen Welt, zu welchen ernstzunehmenden Auswüchsen dieser weltweite Trend führen kann. Laut Stern ging an der Australian National University in Canberra ein Vorschlag in Form eines Handbuchs für die Lehrenden aus akademischen Zirkeln ein. Es enthält neue Formulierungen für tradierte Bezeichnungen. So sollen nicht länger ausschließlich die Worte Mutter und Vater verwendet, sondern durch geschlechtsneutrale Begriffe erweitert werden. Die Mutter soll demzufolge als austragendes Elternteil bezeichnet werden, der Vater als nicht gebärendes Elternteil. Das Wort Breastfeeding soll durch Chestfeeding ersetzt werden. Auch Muttermilch soll nicht länger so heißen, sondern durch menschliche Milch oder Elternmilch abgelöst werden. Mit diesen Neuerungen sollen Eltern der LGBTIQ+-Community nicht länger benachteiligt werden. Für einen ebensolchen Sprachgebrauch entschied sich die Universitätskliniken in Brighton und Sussex in England. Im vergangenen Jahr hatte die Entscheidung der katholischen Studierendenjugend KSJ für Kontroversen gesorgt, das Wort Gott mit Sternchen zu schreiben, um das katholische Gottesbild zu entstauben und über den Verband hinaus eine Diskussion anzustoßen.
Der spirituelle Auftrag, den Ignatius von Loyola dem Jesuitenorden und somit auch der KSJ mitgegeben habe, verlange, Gott vorurteilsfrei wahrzunehmen. Schließlich ist Gott keinem Geschlecht oder anderen menschlichen Kategorien zuzuordnen. Wort Salat im Garten Eden titelte folgerichtig der Spiegel schon im Jahr 2006, als er die Bibel in gerechter Sprache präsentierte, in der der von Jüngern und Jüngerinnen umgebene Jesus frauenfreundlich das Vater und Mutter unser betet. Kübel von Spott und Hohn wurden über die Bibel in gerechter Sprache ausgegossen, die auch als Bibel in selbstgerechter Sprache bezeichnet wird. Denn nicht alle hecheln dem sprachlichen Zeitgeist bedingungslos hinterher. Die öffentliche Sprache als Medium der Selbstverständigung in einem Gemeinwesen unterliege Regeln, die ihrerseits politisch legitimiert sein müssen, kommentiert Daniel Deckers in der FAZ am 26.04.2021. Maßstäbe seien Verständlichkeit, Vorlesbarkeit, Übersetzbarkeit, Eindeutigkeit und Rechtssicherheit. Wer diese inklusiven Funktionen von Sprache, gesichert durch das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache, im Namen einer höheren Moral aufs Spiel setze, der handle in hohem Maße exkludierend. Es würden akustische und schriftliche Hürden errichtet, die es nicht nur Schülern, Migranten und allen Menschen mit geringer Bildung noch schwerer machen, sich zu verständigen. An diesem Punkt wird aus Moral Unmoral. Dies widerspräche dem hohen Anspruch eklatant, eine gendersensible, genderinklusive oder inklusive Sprache zu sein. Noch höher stellt sich der Anspruch der Bibel dar. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Kolosser 4,6. Oder eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel, zu lesen in Matthäus 5, 37. Worte, die die Wahrheit verdrehen und negieren, stehen diesem hohen Anspruch an wahre und gute Rede entgegen. Lebensverlängerung ist heute das Thema aller Themen. Auf keinen Fall sterben ist der aktuelle Slogan, dem sich heute scheinbar alles unterzuordnen hat. Dafür wird so gut wie jede Verschlechterung der Lebensqualität in Kauf genommen. Von stundenlangem Tragen einer FFP2-Maske, selbst im Freien, über das Eingesperrtsein in den eigenen vier Wänden, Kontaktverzicht mit lieben und nahestehenden Menschen und der Inkaufnahme eines wirtschaftlichen Totalzusammenbruchs der westlichen Welt bis hin zum Einverständnis, ja gar der Sehnsucht, sich mit Stoffen impfen zu lassen, die weder genügend erforscht, noch deren Wirksamkeit evident nachgewiesen ist. Es scheint kaum etwas zu geben, was der Mensch nicht bereit wäre zu tun oder aufzugeben, um wenigstens ein klein wenig Lebenszeit hinzugewinnen zu können. Hoffnung auf ein ewiges Leben titelte zum Jahreswechsel 2020/21 die Wissensrubrik des BR und setzte fort: Wir werden immer älter und wünschen uns ein langes, gesundes Leben. Wie kann Altern gestoppt oder vielleicht sogar rückgängig gemacht werden? Die Alternsforschung sucht nach neuen Wegen. Es ist von reparierfreudigen DNA, Selbstheilungskräften und Medikamenten die Rede. Was aber ist wirklich in der Lage, das Leben der Menschen effektiv zu verlängern und gleichzeitig einen Zugewinn an echter Lebensqualität zu sichern? Bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt, hat in diesem Zusammenhang der 2005 in der Zeitschrift National Geographic erschienene Artikel »The Secrets of Long Life« von Dan Buettner. Zusammen mit einigen Wissenschaftlern reiste er jahrelang durch die Welt auf der Suche nach Gegenden, in denen die Menschen am längsten gesund blieben und am ältesten würden. Am Ende identifizierte er 5 solcher Blue Zones: Ikaria in Griechenland, Okinawa in Japan, Ogliastra auf Sardinien,
die Adventisten von Loma Linda in Kalifornien sowie die Halbinsel Nicoya in Costa Rica. Die Bewohner dieser Orte produzieren eine hohe Rate an Hundertjährigen, erleiden einen Bruchteil der Krankheiten, die in anderen Teilen der entwickelten Welt häufig Menschen töten, und genießen mehr Jahre guter Gesundheit. Stellt man die immer wieder zitierten Lebensstilmerkmale der Menschen in Okinawa, Sardinien und den blauen Zonen von Loma Linda in einem Venn-Diagramm grafisch dar, ergeben sich folgende 6 gemeinsame Kennzeichen. Family first. Die Familie ist wichtiger als andere Anliegen. Nicht rauchen. Pflanzenbasierte Ernährung. Der Großteil der verzehrten Nahrung stammt aus Pflanzen. Ständige, moderate körperliche Aktivität. Ein untrennbares Bestandteil des Lebens. Soziales Engagement. Menschen jeden Alters sind sozial aktiv und in ihre Gemeinschaften integriert. Häufig konsumierte Hülsenfrüchte. Weitere wichtige Gesichtspunkte aller 5 blauen Zonengebiete waren unter anderem natürliche Bewegung wie Gartenarbeit anstelle von Marathons oder Gewichtestemmen. Das Vorhandensein eines echten Lebenssinns. Warum stehe ich am Morgen auf? Ein guter Umgang mit Stress und Stressabbau, zum Beispiel durch Gebet. Mäßigkeit in der Nahrungsaufnahme und Kalorienzufuhr. 80%-Regel aufhören, bevor das Sättigungsgefühl einsetzt. Dabei sind die Adventisten die einzigen der 5 Blue Zones, bei denen auf Alkohol und Tabak komplett verzichtet wird. Auch spielt das Glaubensleben in ihrem Alltag eine herausragende Rolle, was sie wiederum mit den Urvätern der Bibel gemeinsam zu haben scheinen, welche eine nahe Beziehung und ein enges Verhältnis mit ihrem Schöpfer verband. Wie die Ärztezeitung berichtete, gab es bei Personen, die in einem Untersuchungszeitraum zwar nicht regelmäßig, aber gelegentlich zur Kirche gegangen waren, eine um 29% verringerte Sterberate. Bei solchen, die einen Gottesdienst regelmäßig mindestens einmal pro Woche besuchten, wurde eine Reduzierung der Sterberate sogar um 45% festgestellt. Umgerechnet auf die 16 Studienjahre entspricht dies einer Lebenszeitverlängerung von fast einem halben Jahr. Regelmäßiger Kirchgang war zudem mit einer 27% geringeren Rate an kardiovaskulär bedingten und einer 21% niedrigeren Rate an krebsverursachenden Todesfällen verbunden. Auch eine optimistische Lebenseinstellung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines höheren Lebensalters entscheidend, zitiert die FAZ die Ergebnisse einer Studie, die in den Proceedings der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften erschienen. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können. Bemerkenswert ist dabei, dass keine dieser lebensverlängernden Punkte auf medikamentöser Behandlung beruht oder die Lebensqualität einschränkende Maßnahmen. Im Gegenteil, die Erhöhung der Lebensqualität geht bei den blauen Zonenmodellen mit der Verlängerung des Lebens Hand in Hand. Last but not least, warum sich mit einigen Monaten zusätzlicher Lebenszeit begnügen? Ewiges Leben ist nachgefragt und angesagt. Es ist Zielpunkt der frohen Botschaft. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, die ewiges Leben denen zusagen, die in Christus sind. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Danach ist es wert zu streben. Ewiges Leben in unendlich hoher Lebensqualität. Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei unseren News im Licht der Bibel.